So, Leute, recht herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Lego Herr der Ringe. Wir beginnen mit dem dritten Teil von Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs und... Ach, was ein schöner Wallpaper. Wunderbar. Und Aragorn sieht ein bisschen aus wie Boromir, muss ich sagen. Oh, nicer Shot. Voll von Fein. Kommt, Hobbits. Ganz nah jetzt. Ganz nah an Mordor. Frodo! Okay. Wir haben kein Zwerg bei uns, das heißt, das funktioniert nicht. Kommen wir dann uns hier? Wahrscheinlich komme ich hier rein. Mit der Fiole. Ah, guck mal. Sam. Kann hier schöne Sachen ausbuddeln. Ja, komm. Junge. Baust du jetzt? Was ist das denn hier? Der wehrt sich. Aua. ich kann da. Ja, ich mach erstmal ein bisschen Randale hier. Was macht er? Ja, gute Frage nämlich. Ja, ich mache einfach alles kaputt, Digga. Junge, ich mach den Hexenkönig fertig. Also mental fertig, ne? Ich mach einfach sein. Frodo kann sich teleportieren anscheinend. Ich mach dir seine komplette Base hier kaputt. Das ist gar kein Thema. Frodo teleportiert sich, glaube ich, gleich wieder. Oder? Ich brauche ja noch mal was. Komm, ich will es. Ah, da hat er sich wieder teleportiert. Kleiner Cheater. Okay. Ah, ich muss also die Treppe selber bauen. Ja, gut. Ah. Hier ist noch ein bisschen was. Junge, die Sounds machen mich ja absolut irre. Vor allem der krasse Wechsel. Erst die so wie ein Stimmen und dann im nächsten Moment. Dü, dü, so richtig schönes Theme. Und da kommen Seamless von einem zum nächsten. Alright, okay. Nein, Herr Frodo! Du siehst noch nicht mal, was der macht, Junge. Was macht er denn? Er läuft wieder hin. Komm, ich will mal sehen, wie er sich. Ich will jetzt mein Feld auf Kamera haben, wie er sich teleportiert. Komm. Ach nee, er stirbt immer. Ah ja. Und dann läuft. Okay. Er lernt nicht so gut dazu. Nein! Doch! Na, sag mal. Geh da jetzt hoch. Schwierig. Komm. Ja. Ja. Und. Alright. Wie soll ich das jetzt machen? Ich kann hier nicht reingehen ohne Frodo. Und ich kann hier auch nichts entlang schieben, weil da noch Sachen fehlen. Aber da kann ich. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Was meine Aufgabe hier ist. Muss ich hier noch Sachen kaputt... Ist noch was zum kaputt machen da? Das ist meistens der Fall, wenn man nicht weiterkommt. Aber ich sehe hier nicht was. Soll ich hier einfach mal Frodo helfen? Nö. Besser nicht. Schwierig, das aber kann ich hier schon hoch? Ich kann hier noch nicht hoch, oder? Nee. Oder? Oh! Hallo? Ey, ich kann hier schon hoch. Frodo, komm ran. Oh Mann.
Ja, was tue ich denn? Ja, ich kriege hier Geld, okay, das ist sehr schön, aber das bringt mich auch nicht weiter. Seht ihr, Freunde, Geld ist nicht alles im Leben. Also da ist... Das sieht irgendwie ein bisschen lustig aus. Ich bin ein bisschen überfragt gerade irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber... Ich weiß nicht so ganz, was ich tun soll. Ach, ich kann... Ah, jo, das öffnet natürlich jetzt ganz neue Welten. Ich kann einfach entspannt als Frodo da hochgehen. Alright, ich dachte, ich muss jetzt irgendwie Frodo davon abhalten, da hinzugehen, indem ich hier ein paar Sachen baue, weil das so funktioniert. Das öffnet voll neue Welten. So. Okay. Ah ja, hier sind die Materialien. Und dann kann ich da den Block entlang schieben und meine Treppe bauen. Sehr schön. Alright. Oh, okay. Checkpoint. Okay, das ist eine weirde Ansicht gerade. Das kommt von oben. Gib Acht, Herr. Man fällt sehr tief hier. Ich kann die Kamera aber umändern. Okay. Ja, sieht hübsch aus. Nee, muss man schon sagen, also... Die Designs von Locations sind immer sehr geil gemacht. Und das Game ist ja alt auch noch, ne? Also. Relativ alt zumindest. Ja gut, jetzt habe ich halt keinen Klotz hier zum Rumschieben. Das ist so das Problem. Ah, da oben ist er. Da oben ist er ja. Das heißt Gollum. Ach so. Junge Pussy, Alter, ohne Witz. Und wenn selbst Frodo sich dahin traut. Das wäre mir echt peinlich. Okay. Er macht einfach einen 180 in der Luft. Achso. Ja, ja, nee, schieb. Sehr gut. Fein. Und weiterschieben. So. So viel dazu, dass Gollum zu nichts nütze ist. Gelsam, ne? Ich hoffe, du kommst jetzt dumm vor. Kann ich da nee, das scheint nicht richtig zu sein. Hier muss doch irgendwas muss ja noch abgehen. Ein Stein oder sowas brauche ich. Foto kann, ja, das weiß ich. Dann mach mal. So, hier ist ein Stein drin, oder? Ja, guck mal. Als hätte ich es schon durchgespielt, ne? Als hätte ich es gewusst. Ich hinterfrage nicht, wie er gerade mit zwei vollen Händen da sich dran gehalten hat. Starker Junge auf jeden Fall, ne? Starker Junge. So, komm. Ja, nee, wirf. Und zieh. Du bist so stark, Sam. Okay, ja, kommst du? Junge, was hat die denn gerade gemacht? Ich bin hier Comet hochgelaufen und die haben sich nicht bewegt. Also, ganz ehrlich. Das ist schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Okay, das geht nicht. Ich dachte, ich kann ein bisschen schneller klettern, wenn ich springe, aber... Vielleicht sollte ich das einfach lassen, ne? Vielleicht sollte ich das lassen, man weiß es nicht. Oh,
Was tust du denn, hä? Vor allem, das sieht, wenn er so fightet, das sieht übel so aus, als würde er tanzen. Also, Leute sagen ja bei den Star Wars-Filmen, so bei Episode 1 bis 3, weil die Choreografie da so over the top war, dass das aussah, als würden die tanzen, aber habt ihr mal Gollum fighten sehen? Holy shit. Okay. Ja, aber die sprinten da hoch wie sonst wäre, ne? Also. So, jetzt ruh dich erstmal aus. Mir geht's gut. Du bist erschöpft. Das liegt an diesem Gollum. An diesem Ort. An diesem Ding und deinem Hals. Ich könnte ein wenig helfen. Ich könnte ihn für eine Weile tragen. Für eine Weile tragen. Die Last. Scher dich weg! Ich will ihn ja nicht behalten. Siehst du, er will für sich. Ich will doch nur helfen. Geh nach Haus. Du bist mir keine Hilfe mehr. Nee. Nee, möchte ich mich auch nicht. Ich bin kein Fan von Spinnen. Ochsendreck. Ochse kommen manchmal hierher. Jo. Kann ich das kaputt... Nee, es sieht nicht so aus, als kann ich es kaputt machen. Das sieht überhaupt nicht so aus. Uah, that's gross. Oh, das Geräusch dazu. Okay, die machen nichts. Die. Okay. Dann ist alles easy. Hi, Kankra. Jo. One Punch Man, oder? Hä? Ich probier mal ein bisschen pumpen. Was? Du sollst eine hoch. Junge, spring da jetzt. Ach, weil da Spinnen sind, oder was? Ah, jo. Hä, was ist Gollum für eine Pussy? Er traut sich da legit nicht hin, weil da so kleine Spinnen sind. Ach, Mann, ich bin echt enttäuscht von dem Kleinen. Ja, komm, husch, husch, weg, weg mit euch. Weg, weg. Macht euch fort. Da komme ich wieder nicht durch. Okay. Hilfe. Ah! Ich muss oft genug dagegen schlagen. Dreimal oder was? Nach dreimal. Ah. Diesmal waren es zweimal nur. Das war nicht Sneaky Kankram, hatte ich ziemlich deutlich gesehen. Boah, diese Geräusche machen das Ganze halt zehnmal schlimmer, als es eigentlich ist, ne? So. Komm, hier noch ein bisschen Leichenschändung betreiben. Kriegt das noch ein bisschen Gollum auf die Fresse und das macht auch immer Spaß. Ach, hört doch auf. Vor allem, das stört ja nicht mal. Ich laufe einfach entspannt da entlang. Das zückt ja gar nicht. Das kriege ich nicht so leicht kaputt. Es scheint stabiler zu sein, das Nest. Das Netz, nicht das Nest. Was? Okay. Ah, ich soll... Was? Ich bin ein bisschen überfragt, was das bringen soll. Und da ist ein Stein. Soll das einfach spannendes. Okay.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht funktionieren würde, aber... Passt schon, wa? Nice. Schön Gollum abgeworfen. Das ist überhaupt eine Option ist. Run! Das ist immer lustig, die Level. Einfach nur rechts-links steuern mit einer ekelhaften Kamerasteuerung, mit der man nichts sieht. Fühle ich. Oh, nein! Oh, da links war ultra krank viel Geld. Weiß, wäre ich langsam, wenn ich gegen irgendwelche Sachen dagegen laufe, oder juckt das einfach gar nicht? Du bist es. Ich bin an deiner Seite, Herr Frodo. Ich weiß. Verzeih mir, Sam. Verzeih mir bitte. Die geheime Treppe. Level abgeschlossen. Muy bien. So, dann bedanke mich fürs Zusehen. Bewertet auf jeden Fall den Part und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein und ciao.